Hallo und herzlich willkommen zurück zur 100 Baby Challenge. Ich bin Juli von Yushano und ja, es gibt ein paar Neuerungen. Zum einen ist endlich die Nachsynchronisations-Session vorbei. Das heißt, wir sind endlich wieder mit Live-Kommentar. Außerdem, und das ist der Grund, warum wir im Startbildschirm starten, die ersten Addons sind drin. Ich hatte beim Nachsynchronisieren schon davon gesprochen. Natürlich habe ich Jahreszeiten mit An die Arbeit verwechselt. An die Arbeit ist jetzt drin. Da sind ein paar nette neue Sachen mit drin, die habe ich mir noch nicht angeguckt tatsächlich. Oh, Make-up. Naja, nicht so wild. Aliens gibt es jetzt auch. Dschungelabenteuer ist mit drin. Auch das bringt ein paar nette Sachen mit rein. Ja, bin ich mal gespannt, inwiefern wir das nutzen werden. Außerdem haben wir dabei Fitness-Accessoires. was mich am meisten tatsächlich freut, sind die Kleinkind-Accessoires. Da sind ein paar nette Sachen mit beigekommen, die wir natürlich im Spiel auch mal austesten werden. So, ich will aber auch nicht weiter quatschen und einfach mal ins Spiel reingehen jetzt. So, ich finde das schön, mein... Okay, geht das jetzt weg? Ha, mich stören solche Kleinigkeiten. Okay, zurück zu... Wo ist das Baby? Ach, da oben. Okay, zurück zu unserer Familie. Wow. Die kriegen nicht mal mehr ein Bild, die Kinder. Ich freue mich. Ja, Mensch. Irgendetwas da unten blinkt. Du besitzt derzeit kein Geschäft. Öffne das Auswahlmenü, um ein Geschäft zu kaufen. Naja, solange wir von zu Hause arbeiten, ist eigentlich alles erlaubt. Sie hat ordentlich Hunger. Wie geht's dir soweit? Du bist energiegeladen. Dir geht's doch richtig gut. Das heißt, was auch immer du gerade tust, kannst du gerne weiter tun von mir aus. Was machen wir denn? Sim-Shape spielen. Okay, wie sieht's mit deinen Fähigkeiten aus? Die merkt man heikel. Aha. Wo sind denn die? Da. Okay, das ist für Denken. Oh, wir haben sie schon fast soweit, ne? Sie kann schon fast ein Kind werden. Okay, dann haben wir noch Ruben. Ruben ist gerade bei Fantasie dabei. Mit Lama malen. Hat die meisten schon auf Stufe 2. Wie geht's dir denn sonst so? Es tut mir leid, ich habe ein bisschen Probleme, die Symbole zu erkennen. Weil ich jetzt mit Nvidia aufnehme. Und da drüber das Aufnahmesymbol. Also hier könnte man sagen, ist das Aufnahmesymbol. Und hier ist das Mikrosymbol. Deswegen sehe ich da unten die Icons nicht mehr so gut. Werden wir uns sicher dran gewöhnen. Ist jetzt nicht so wild. Gut, ich würde sagen, da wir ja momentan nicht allzu viel zu tun haben und Mutti das am schlechtesten geht, gehe ich gerade mal auf sie. Und würde sagen, wir spulen ein bisschen. Und so ein bisschen raus, weil das ist doch schon ganz schön laut, das Zeug, was sie da... Also man erkennt... Stimmt! Stimmt, die Isabel gibt es ja jetzt auch. Du stehst mal bitte auf. Dann wechselst du mal die schmutzige Windel und füttern tun wir sie dann auch gleich mal. Und wenn du das getan hast, dann können wir ja fast schon mal was essen. Wir können jetzt übrigens backen. Das ist durch An die Arbeit dazu gekommen. Wenn ich mich nicht täusche. Kochen wollte ich eigentlich auch nicht. Haben wir hier irgendwo öffnen? Hier. Nimm das. Oh, wir haben noch... Stimmt, wir haben noch ein Fossil und noch eine mysteriöse Zeitkapsel im Inventar. Ich finde das ein bisschen nervig, dass wenn ich den Kühlschrank öffne, dass sich hier automatisch das Inventar öffnet.
So muss ich jedes Mal umschalten. Baby, da hinten geht's gut. Das sieht man hier unten. Baby ist glücklich. Was hat Ruben vor? Mit Lama malen. Dann sprechen, brabbeln. Neues Geschwisterkind treffen. Also das fällt ihm aber früh ein. Ich bin froh, dass ihm das so früh... Okay, er macht jetzt einfach im Stehen weiter. Huh! Ah, spiele 5 Stunden die Sims 4. Fängt gerade erst an. Okay, finde ich witzig, weil laut Origin habe ich schon 7 Stunden zusammen. Aber ist okay. Akzeptiere ich so. Okay, Ruben wird langsam müde. Ansonsten geht es ihm aber relativ gut. Ihr geht es auch noch ganz gut. Was hast du vor? Sprechen. Du möchtest... Okay. Die möchten gerne miteinander reden. Gar kein Problem. Ich hätte halt gerne... dass er noch auf Stufe 2 kommt, weil er ist schon so weit. Nee. Ach. Oh, Mensch. Das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen. Wir sind momentan nicht schwanger. Ne, wir haben gerade erst Isabelle auf die Welt gebracht. Das ist am Ende der letzten Aufnahme passiert. Was so viel bedeutet wie, wir sind gerade nicht schwanger. Alle. Erstens mal, Ruben fehlt hier. Und bis auf Kevin, mit dem wir schon ein Kind haben, und zwar Ruben, sind alle Beziehungen... Achso. Oh Gott! Ich dachte gerade, alle meine Beziehungen sind weg. Gott sei Dank, sie sind noch da. Alter, ich dachte gerade, oh nein. Wieso, nur wieso? Nee. Beziehungen sind alle noch da, alle Kinder sind noch da. Hier sind unsere ehemaligen Liebhaber, Kollegen haben wir nicht. Jetzt nochmal Amanda, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Kommt für ein Kind nicht mehr in Frage. Travis kommt halt auch nicht mehr in Frage, der ist der Daddy von Isabelle. Geoffrey Landgrab, Erwachsener. Hm, weiß ich nicht, da ist Isabelle, da ist Ruben. Malcolm. Oh, Malcolm Landgrab. Hieß nicht Graf? Grab, okay, mein Fehler. Ist jetzt ein junger Erwachsener. Wisst ihr noch? Das ist der Typ aus Aufnahme 1. Wo ich meinte, oh Teenager, ja, früher oder später wird er auch ein Erwachsener sein. Er ist jetzt ein junger Erwachsener. Und er hat das Merkmal böse. Ja, Mensch. Das ist doch mal... Oho, ja, dann... das müssen wir direkt mal ausnutzen. Ne, der gute Malcolm Landgrab ist jetzt erwachsen. Ich hab's doch gesagt. Früher oder später ist der erwachsen und dann geht das hier rund. So, wollen wir mal gucken, ob der vorbeikommt. Wenn der nicht kommt, versuchen wir es mit einem anderen. Ja, na klar. Also, da ist er auch schon. Bis jetzt wurden wir noch nicht einmal abgelehnt. Muss man ja auch mal so sagen. Kommt da einfach rein? Mutiger Anmachspruch. Hey, ich bin's. Eine Mutter. Oh, er ist beschämt. Das hat funktioniert. Also so oder so, unsere Kleine ist immer noch so anziehend wie vorher auch. Wobei ich mir nicht sicher bin, sie wirkt ein bisschen breit. Machen das die vielen Schwangerschaften? Sollten wir sie vielleicht mal in ein Fitnesscenter schicken und mal schauen, dass wir sie... Sie wirkt doch ein bisschen... Ich meine, gut, nach 3 Kindern darf man auch schon mal ein bisschen breit aussehen, aber... Ich weiß nicht, ein bisschen verformt. Na gut, dann erzählen wir mal eine auch unglaubliche Geschichte und dann bleiben wir einfach mal bei der Romantik. Das hat ja schon funktioniert. Komm, wir gestehen mal, uns angezogen zu fühlen.
Dann. Oh, was mache ich denn da? Um Verabredung bitten. Oh! Ich könnte die Date-Geschichte machen. Das war ja einer ihrer Lebenswünsche. Hier, da ist das. Zur Verabredung gehen. Zwei. Ich meine, die muss ja nicht gut sein, solange das mit einem Baby endet. Das ist, ja, sie ist müde, das gebe ich zu. Vielleicht ist das nicht der passendste Tag dafür. Aber. Nee, komm, wir verschieben das auf später. Wenn sie. Ja, doch, wir verstehen es. Wieso genau sollte ich ihn anbrüllen? Da weiß ich auch nicht. Flirten. So, leg mal los da und während sie loslegt, muss ich mich mal ein bisschen um die Kinder kümmern. Amanda ist nur noch okay. Was genau tut sie da? Jetzt muss ich tatsächlich mal schauen. Es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde sie gerade leveln. Doch, tut sie. Okay, wir sehen zwar den Balken nicht, aber ist ja egal. Ruben ist auch nur noch okay. Hat aber fast Stufe 2 erreicht. Was genau haben die zwei denn jetzt vor? Er geht an den PC und sie geht schlafen. Du gehst jetzt nicht schlafen. Hör auf damit. Ihr sollt hier lernt euch kennen. Ihr sollt ein bisschen Romantik hier machen. Was ist denn das hier? Ich habe den nicht umsonst rübergeholt. Wir brauchen die nächste Schwangerschaft. Also wirklich. Flirten. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Tag verschönern. Komm, leg los hier. Wir müssen. Ruben ist wirklich müde, aber ansonsten geht es ihm ganz gut. Wenn er das fertig hat, dann darf er schlafen gehen. Er ist ein Genie. Okay, er ist ein böses Genie. Komm, mach nochmal einen Anmachspruch dann. Nice. Okay, da das er jetzt geschafft hat, kannst du das mal aufhören und dann darfst du schlafen gehen, nachdem du dein neues. Oh, er ist wütend. Müssen sich um ihn kümmern. Wieso? Er hat keinen Hunger oder so. Er ist halt einfach nur müde. Er kann ja gleich schlafen gehen. Oh, jetzt ist er sehr wütend. Ruben hat gerade ein Geschwisterkind kennengelernt, das er überhaupt nicht will. Du bist das zweite Kind der 100 Baby Challenge. Du wirst doch eine Menge mehr Geschwister haben, ob sich jetzt freut oder nicht. Unglaublich. Okay, wir können schon den ersten Kuss erleben. Wo ist Amanda? Ach, Amanda sitzt immer noch da hinten rum. Erotischer Austausch. Er ist kokett, sie ist sehr kokett. Dann dürft ihr knuddeln. Was können die dann mal anreizen, posieren? Aufreizen, posieren war das, glaube ich. Einladen über Nacht zu bleiben, lassen wir mal. Verführerisch Fürstern, komm mal raus. Hat das Kind gerade geweint? Weinst du? Kind weint. Okay. Ich nehme mal an, Kind muss essen. Das dürfen die aber noch zu Ende machen. Und dann haben wir hier Amanda. Die darf mal aufs Töpfchen gehen gleich. Und dann darf sie sich auch mal in die Falle hauen. Du darfst jetzt aufhören zu lernen. Du warst fleißig. Ich bin stolz auf dich. Ich will ja nicht, dass das nächste Kind gleich einen Wutanfall bekommt. Sie ist noch müde, aber ansonsten geht es ihr gut. Nachdem sie das Kind gefüttert hat, kann sie weiter flirten.
Das wäre der erste Tag, den wir nicht schwanger wären, wenn wir das heute nicht hinkriegen. So, und dann für ihre Geschwistern. Tja, da haben wir es auch schon. Okay, Amanda trampelt hoffentlich ins Bett und nicht ins Schlafzimmer rein. Das. Ich glaube das nicht. Okay, klar. Baby machen wir sofort. Isabel schläft. Gar kein Problem. Jetzt geht's rund hier. Wieso weinst du jetzt? Wieso weint sie jetzt? Das ist nicht die Zeit zum Weinen. Sie hat erst Essen und sie hat keine volle Windel. Können wir die kosen sie gleich mal? Und dann machen wir. Könnt ihr da jetzt mal fertig werden? Wie lange braucht ihr denn? Die sind halt immer noch dabei. So, dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Oh, Amanda macht gute Fortschritte. Was das Töpfchen-Gehen betrifft. Wieso weinst du denn? Ich sehe halt keine Wolke. Wir haben sie erst gefüttert. Okay. Okay. Okay, jetzt schläft sie wieder. Okay, wollte sie vielleicht doch nur Aufmerksamkeit? Erstmal abwarten, wie jetzt ist. Ja, wundervoll. Nice. Du darfst schlafen gehen. Oh nein, Töpfchenunfall. Wir sind schwanger. Ja, Baby Nummer 4 ist auf dem Weg. Baby Nummer 4 ist auf dem Weg. Er freut sich, das ist schön. Sie kann jetzt schlafen gehen, weil sie ist echt müde. Tja, das mit dem Töpfchen ist jetzt natürlich schlecht gelaufen, aber wenn sie aufsteht, ist sie hoffentlich nicht allzu böse darüber. Er ist immer noch sehr müde. Baby ist gerade. Ich habe da gerade Windel benutzen. Ach, naja, gut, okay. Müssen wir ihn halt morgen baden, ist auch nicht so schlimm. Ich finde das beim Schlafen. Naja, gut, okay. Er bringt unser Müll raus. Das finde ich nett. Was ist das? Teile plündern. Hä? Wieso liegt da Müll auf unserem Grundstück? Okay, aber den konnte ich wegwerfen. Alles gut. Was hat er jetzt vor? Wie läuft der denn? Okay, er wäscht sich die Hände wahrscheinlich vom Müll wegbringen. Du hältst uns hier alle wach. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wussten immer, na, eines Tages wirst du unser nächster Baby-Daddy. Tja, das war irgendwie nicht so geplant. Okay, unser kleiner Hosenscheißerchen hat sich tatsächlich in die Windel gemacht. Sie ist glücklich, schwanger, Baby, Techtelmechtel. Scheinbar dekorierte Gegend. Liegt vielleicht an dem Kram hier. Und sie ist happy. Und ihr ist schlecht. Tja, das ist die Morgenübelkeit. Was hast du vor? Getränk holen? Lass das mal. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Du gehst einfach mal wieder schlafen, bis du ein bisschen ausgeschlafen bist. Hatte ich nicht die Wände klein gemacht? Ja, das ist doch schon ein bisschen störend, finde ich. Okay, gucken wir uns die zweimal an. Amanda muss aufstehen, weil wegen Hunger. Ja, sonst haben wir ein Problem. Das lassen wir mal ganz schnell ausgezeichnet. Dann nimmst du hier ein Gericht von. Warum? Seltsam. Okay, Ruben hat genauso viel Hunger, dann nimmst du auch mal ein Gericht und stehst jetzt auf. Wir können sie im Zweifelsfall danach wieder schlafen schicken. Das ist halt einfach jetzt gerade. Wobei, bevor du schlafen gehst, ne, lass das mal. Kannst du mal hier säubern und aufwischen und dann kannst du schlafen gehen. Ich glaube, das machen wir vorher noch, weil das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön.